Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen American Truck Simulator, wie hier beim World of Trucks Event vom Happy Halloween. Wir befinden uns hier, wie ihr sehen könnt, immer noch am Grand Coulee Staudamm, wo wir letzte Fahrt ja beendet haben. Das Video kommt im Laufe dieses Tages, wo ich es jetzt hier aufnehme, raus. Ich dachte mir, wir starten einfach mal hier. Auch wenn wir das schon mal gesehen haben, damals als das DLC rauskam, da kann ich mich noch daran erinnern, dass wir hier auch auf alle Fälle waren und ich mir hier die Kamerafahrt gegönnt habe. Aber ich dachte, das ist eigentlich ein gar nicht mal so verkehrter Start. Wie habe ich denn so viel Akku jetzt wieder verloren? Oder kommt mir das nur so vor? Ja gut, schön, dass es geendet ist. Gucken wir mal auf der Karte nach externen Auftrag. 8 Aufträge muss ich noch fahren. Ach du, okay. 1220 Meilen von Grand Coulee nach Durango. Das für 96.000. Ich will Preis-Leistung. Also Preis pro Streckeneinheit. Ist ja sowieso schon das Beste, ne? Ja, würde ich sagen, bleibt uns ja nichts anderes übrig. Und dann nehmen wir das, 1220 Meilen. Gut, das ist jetzt... Ich denke mal ein ähnlich langes Video. Wie das letzte. Wieder halt diese 39.700 Pfund. Auch wieder von Coastline Mining und nach Walbert. Quasi dieselben... Einmal dieselbe und einmal die gleiche Lade- und Abladestelle. Nur halt eine invertierte Reihenfolge. Dann wollen wir mal. Hä? Ob man jetzt da lang? Ach, hier ist auch noch Coastline Mining. Ach stimmt, das Coastline Mining gehört hier zu Spokane und nicht zu Grand Coulee. Warte. Wir haben die Kamera... Ah, okay, das war nur der Viewpunkt. Das heißt, ich müsste prinzipiell von dem Ganzen nochmal doch einen Screenshot machen, wie ich vermutet habe. Machen wir dann mal einer mal. Caution. Please mind the speed limit. Ja, wie ihr sehen könnt, ich habe die Polizei wieder eingeschaltet. Ich wollte es euch nur zeigen. Super. Geht ja schon mal wieder gut los. Aber gut, hier haben wir ja das Geld. Hier tut das ja nicht so wie in Euro Truck Simulator 2 auf dem World of Trucks Profil. Genau, auf 8 Aufträge sind es noch mit diesem Auftrag, den ich fahren muss. Um das Personal Event Goal zu hitten und dementsprechend sowohl die Personal Dingenses. Ich weiß es noch gleich, um die Personal Belohnung zu bekommen, als auch die Globe. Turn right. Und ich sag mal so, es ist auch wieder echt eine enge Kiste, weil ich habe jetzt am 13. und am 14., wo das Ganze hier endet, also am 14. endet es, und Montag und Dienstag hätte ich ja prinzipiell noch frei bekommen können. Nächste Woche. Dem ist aber nicht so. Also, ich wurde da eingeteilt. Hab da Schichten. Also auch vollen Tag und so. Von daher habe ich eigentlich nur noch 2,5 Tage Zeit. Das heißt, im Grunde genommen
Am Sonntag könnte ich noch ein Dings machen, wieder so ein 1,5 Stunden Ding. Get ready to turn right. Und halt die restlichen beiden Tagen sind halt heute Donnerstag und Samstag, wo ich halt komplett frei habe. Das heißt, Turn right. 7 Fahrten muss ich an Then diesen turn beiden left. Tagen machen. Ich werde wahrscheinlich, also ich werde es versuchen, dass ich heute 4 Fahrten mache, dass ich dann Samstag nur noch in Anführungszeichen Turn 3 left. machen muss und Sonntag dann die letzte. Rerouting. Wie Rerouting. Please make a U-turn when possible. Also, ja. Es wird eng, sagen wir es mal so. Das ist jetzt auch wieder so eine 2-Stunden-Fahrt. Ich denke mal, ich werde, also, was ich denke, ich werde auf alle Fälle hier zwischendurch noch zwischen den ganzen Fahrten ein paar Pause machen. Wo ich dann, keine Ahnung, einkaufen gehe oder so. Wunderbar, dann können wir ja losschippern, ne? Wobei das größere Problem ist dann eigentlich, dass ich. Wobei ist eigentlich kein Problem, eigentlich muss ich es gar nicht wirklich zwingend machen, dass ich im besten Fall dann quasi heute, Turn also am right. Donnerstag und am Then Freitag, turn dass ich left. dann. Turn left. Okay, der wollte rechts. Gut, dann geht es auch gar nicht lang. Was wollte ich sagen? Ich hab's vergessen. Wunderbar. Nee, doch, krass wieder. Stimmt, hier geht es ja auf 20 runter, nicht so wie in Europa. Get ready to turn right. Ist aber ein Stoppschild. Turn right. Weil das ja auch ein echt cooles Bild so ist. Ich frage jetzt, ob das zählt. Wahrscheinlich nicht. Nee, hat nicht gezählt. Genau, also prinzipiell muss ich eigentlich gar nicht zwingend heute und morgen die potenziellen 4 Videos verarbeiten. Andererseits wäre es halt schon gut, Turn left. mindestens eins zu machen. Also mindestens 2 über die beiden Tage zu machen. Mal schauen, wie ich dann so die Zeit Turn noch left. habe. Eigentlich sollte ich die abends haben. Im Grunde genommen, also klar. Heute eventuell, je nachdem, wie lange ich an dem Ganzen dran sitze. Also, wir haben jetzt 13 Uhr, by the way. Das werden dann, sagen wir mal, so. Caution. Im Please mind the speed größten limit. Fall wären das dann so 8 Stunden. Dann wäre es 21 Uhr. Zwischendurch noch eine Pause, wird eng. Vielleicht schaffe ich heute doch gar nicht. Es wird echt eng. Ich weiß, es wird echt knappe Kiste. Ja, aber gut, ist halt wie es ist, ne? Kilometer. Aber ja, wir kommen auf alle Fälle auf. Ne, 8 Fahrten sind es noch. Potenziell, sagen wir mal, einfach ungefähr 700.000, die ich einfahre. Mit einberechnet auch schon Sprit und so. Sind wir Speed right schon echt, and then ne? continue straight. Eine ziemlich gute Ausgangsposition für zukünftige Sachen und falls ich halt
wenn die 1,49 draußen ist, dann hier mir ein Gebrauchtfahrzeug kaufen. Go straight. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das Ganze auch mit Trailern geben wird. Mein Gott. Jetzt fahren die sich hier wieder zusammen. Ich hoffe 45. Gut, und dann stehen halt immer noch die ganzen 28 Fahrten, glaube ich, in ETS 2 aus. Wenn euch das Ganze hier gefällt und ihr auch die ganzen anderen Fahrten noch sehen wollt, die jetzt hier im Happy Halloween Event und im Cruising the Balkans Event kommt, dann abonniert doch gerne den Kanal, dann verpasst ihr kein weiteres Video, und ein Däumchen da lassen wäre auch nicht schlecht. Für den YouTube-Algorithmus, der freut sich immer sehr. Ich meine, bisher kommen die Videos ja auch relativ gut an, also was jetzt so die Klickzahl betrifft. Kann natürlich auch ein bisschen mit daran zusammenhängen, dass ich sehr lange keine Videos mehr gebracht habe. Turn left. Dass dann dadurch ja sowieso von euch sowieso schon mehr, ein paar mehr Klicks kommen. Weil es halt so lange nichts gab. Und dadurch, dass es dann quasi vom Algorithmus ein bisschen weitergetragen wird. Eigentlich ist jetzt gerade der perfekte Zeitpunkt, weil es Nacht wird, nach dem Mond zu schauen. Weil ich habe mir die Sky, ach die Skybox, genau. Ich habe mir das Video jetzt endlich angeschaut. Für die 1,49, was da kommt. Die Skybox, also die Skybox sieht ja jetzt auch schon nice aus, aber die Skybox im anderen, also in 1,49 sieht halt super, super nice aus. Also schön, wie es teilweise echt gloomy ist. Also es wird einfach nice. Also da habe ich schon sehr viele Parallelen zu den aktuellen Zeiten gesehen. Wie es einfach aussah. Also von den Wolkenstrukturen und verschiedenen, nennen wir es mal, verschiedenen Höhenebenen. Aber sehr prägnant war halt der Mond, der sehr, 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 sehr nice aussah. Gut, natürlich auch das Gewitter und so. Wir haben gerade eine relativ gute freie Fahrt. Wie wir sehen, sehen wir keinen Mond. Gibt es bisher noch keinen Mond? Wenn ja, dann ist es mir bisher noch gar nicht so aufgefallen, obwohl es ja eigentlich schon, ja, ein sehr wichtiger Himmelskörper in unserem Nachthimmel ist. Aber ich glaube, gab es einen Mond? Jetzt, weil ich so ein bisschen drüber nachdenke, weiß ich nicht. Warum kommt jetzt übrigens wieder die Sonne raus? Immer wenn wir hier eine Nachtfahrt haben, kommt die Sonne raus. Das ist echt Käse. Weil dann sehe ich halt nichts. Da machst du halt auch nichts dann, ne? Stay right. Dankeschön. Danke fürs Weiterfahren lassen. Mal gucken, ob wir wieder so ein ähnliches Pattern haben wie beim letzten Mal. Ich bezweifle es. Aber da kommt man echt schon sehr gut kalkulieren, was so als nächstes kommt. Mach mal fair nicht an. Habe ich eigentlich hier das Licht auch? Nein, natürlich nicht.
das überhaupt was gebracht? Lieber gerade noch nicht gucken. Was? 55? Okay. Ich dachte, das wäre nur so ein temporäres Ding. Nee, hat nichts gebracht. Ah gut, wundert mich auch nicht. Hatte ich ein Strobolicht da auch angebracht? Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube nicht. Nee. Ich dachte, ich hätte. Aber nee, das war nur beim Renault. So, nächste Ausfahrt müssen wir auch wieder nehmen. Aber wir müssen nicht viel machen, wahrscheinlich. Also halt ein bisschen abbremsen eventuell, weiß nicht, 45 vielleicht. Schätze mal. Okay, ist 40 mehr oder weniger empfohlen. Nehmen wir mal die 40 mit, ne? Wir wollen ja nicht umkippen. Kann auch eigentlich schon wieder direkt raus beschleunigen. Damit wir ein bisschen Geschwindigkeit aufbauen können. Direkt wieder hoch auf 60. Gut, spätestens wenn wir bei Denver wieder sind, geht es eh wieder runter auf 50. 55, meine Güte. Das ist ja nichts Neues und wir sind ja eigentlich bald oder schon jetzt da. Wenn ich mir so die Skyline angucke, sind wir schon da. Müsste. Nee, noch nicht. Ne, mein bisschen. Ach Quatsch. Ich bin ein bisschen weit. Mit dem Kopf voraus. Was unsere Position in Amerika gerade betrifft. Genau, also wenn dann hier die erste Säule, wenn sie aus der Beta raus ist, dann werde ich auf alle Fälle auf dem Community Chat eine Umfrage machen, welchen Truck ich mir versuchen soll zu besorgen. Hier in ATS. Wahrscheinlich wird es in ETS nicht so passieren. Wobei, wenn man jetzt einfach nur mal spaßeshalber rechnet, es sind noch 28 Fahrten und wenn ich für jede Fahrt dort, ich werde aber nicht für jede Fahrt 30.000 bekommen, weil ich auch kürzere Strecken fahre, glaube ich. Rechnen wir einfach mal mit 30. Moment, mit 20.000. Wobei 30.000 ist, glaube ich, schon relativ realistisch zur Uhr vom, dass es halt zumindest so um die 25.000 sind. Für eine Ausfahrt. Wir dürfen schneller fahren. Dann sind wir. Oh, doch, bei, so, sagen wir mal, auch so 500.000 eingenommen. Dann sind wir bei 500.000. Das sollte eigentlich in bei ETS 2 auch funktionieren. Es sei denn, ich bekomme noch weiterhin so hohe Strafen, aber auch so viele Strafen. Und sonstiges. Aber eigentlich ist es doch auch relativ realistisch, dass ich dasselbe Schema auch in ETS 2 machen kann. Aber wie gesagt, ich werde auf alle Fälle noch mal ein paar Umfragen dann auf dem Kanal machen. Wobei, ich glaube, es ging ja nur 4 Antwortmöglichkeiten, glaube ich, oder? Ist auch schon wieder Mist ist. Und dann gibt es halt eventuell 2 Umfragen. Spielwelt. Dass ich dann ja so ein bisschen das
Einmal mit zwei in der Liste und einmal dann mit einem. Oh, so halbfinalmäßig und dann das Finale. Je nachdem. Werden wir dann sehen. Wobei, das wäre dann halt auch wieder drei und nicht zwei Umfragen. Könnte eine eventuelle Flut geben. Eine Umfrageflut. Den Griechenland-Trailer habe ich mir bisher. Boah, den Griechenland-Teaser-Trailer, genau. Den Griechenland-Teaser-Trailer habe ich mir bisher noch nicht angeschaut. Dachte ich mir, wenn ich heute wirklich vier Videos aufnehme, dann hebe ich mir das für den zweiten Aufnahmeblock mal auf. Wir sind echt gerade mal 100 Meilen, 150 Meilen gefahren und sind schon echt relativ lang unterwegs. Ist halt echt schon. Oh. Ist halt, könnte halt eng, echt eng werden. Deswegen der Kurven, im kurvenreichen Abstand geht es natürlich ein bisschen langsamer hier voran. Wenn das letzte Video hier draußen ist, dann, also von Happy Halloween 2023, dann werde ich auf alle auch nochmal den Community-Tab nutzen, um niederzuschreiben, so was so die Statistik ist. Voll meine persönliche Statistik. Mein Gott. Ich habe teilweise echt gerade so ein bisschen, Wortfindungsstörung. Ich weiß gerade nicht, was ich gerade sagen wollte, also was, weswegen ich das jetzt gerade ins Stolpern gekommen bin gerade, aber irgendwas war da. Zu lange her. Was halt gut ist bei Nachtfahrten. Gut, da ist ja eigentlich gerade relativ irrelevant. Wir fahren nochmal nach Durango, nach Colorado, genau. Ich fahre jetzt nicht nach Texas, Wyoming oder Oklahoma, wo ich ja noch nicht. Also klar, ich war da schon, aber bei Oklahoma. Ich weiß kurz, sorry, ich muss nochmal auf Karte gucken. Oklahoma, okay, Oklahoma 0. Ja, never mind. Wobei Wyoming könnte es sein. Habe ich Wyoming mitgenommen? Ich kann nicht scrollen. Jetzt kann ich scrollen. Na gut, ich habe es jetzt mitgenommen. Wahrscheinlich habe ich es halt eher jetzt so mitgenommen, ne? Aber ich kann mich in. Ich weiß halt nicht. Kann mich zumindest gerade jetzt eher weniger dran erinnern. Gut, die ganzen Straßen und Strecken, die ich hier vorher hatte, die sind jetzt auch wieder weg. Ich kann mich gerade nicht gerade erinnern, dass ich Cruising Wyoming Event mitgenommen zu haben. Aber muss natürlich auch nichts heißen, ne? Eine 60, dann nehmen wir mal die 60 mit, das geht ja auch bergab. Dass das Video nicht ganz so schnell lange dauert zu rendern bei den Nachtfahrten.
Okay. Aktuell 50-50. Never mind. I'll find a new route. Mach das mal. Find mal eine neue Route. Also vergleichsweise ist es halt, ne, weil es halt weniger Farben sind, geht es natürlich ein bisschen fixer, ne? Zu rendern. Auch wenn es auch eher so ein Relativding ist. Weil wenn ich nebenbei irgendwelche Sachen oder Stream schaue oder sonstiges, was eigentlich interessant, guter Ort zum Liegen bleiben. Was eigentlich unabweichlich ist, was dem so ist. Auf 65, also schätze mal, das hat auch wieder ein bisschen länger dauern zu rendern. Aber wäre halt schon relevant, ne? Ein Video muss halt gemacht werden. Ansonsten, wenn ich jetzt nicht reinhalte mit Rendern und mit den ganzen Videos bearbeiten, die noch aufgenommen werden müssen und so, dann veröffentliche ich immer noch Halloween-Videos, wenn das Grand Gift Given Event oder das wie auch immer das Event dieses Jahr oder das Christmas Given Event. Letztes Mal war es ja, glaube ich, Grand Gift Deliveries Event. Aber halt, ne, das Event um die Weihnachtszeit rum. Ist ja, wäre ja ein bisschen unpassend, wenn das Event ist, dass ich dann immer noch mit Halloween-Fahrten komme. Deswegen sowohl reinhalten beim Fahren als auch beim Verarbeiten muss ich mir dann eventuell so ein bisschen in den Arsch beißen und mir die Zeit nehmen. Vor allem jetzt, wo ich auch eher primär die Streams dann abends im Hintergrund laufen lasse. Ach, und hier da oben auf das Dings noch wieder zurückzukommen wegen Skybox und so. Da war ja auch um mit dem Mond und so, was jetzt in der 1.49 kommt, was Skybox, Wetter etc. betrifft. Das mit dem Gewitter, so vor allem auch der Donner, dass es halt auch relativ zeitversetzt ist, bis der Donner kommt. Ist der Donner halt vom Sound her auch super. Ich würde behaupten, weitaus realistischer klingt als es bisher ist. Aber ich muss zugeben, ich habe das letzte Mal habe ich Gewitter mitbekommen vor 3 Jahren oder so vom Feeling her. Das ist halt auch schon echt super lange her. Eigentlich hat es immer nur geregnet, aber nicht gewittert. Das ist auch sehr, sehr nice. Also die 1.49 hält immer wieder sehr, sehr viele neben dem Free Map Update von Kalifornien, glaube ich. Oder? Kommt das noch später? Ich weiß es gar nicht. Friendly Scheiße Lava, sagt es mir gerne in den Kommentaren. Aber ja, einiges wieder mal sehr nices, was kommt. Da wollte ich hin. 7 Stunden noch. Ja. Dann haben wir nochmal so eine 5-Stunden-Fahrt, dann, ach, eine 10-Stunden-Fahrt. Am nächsten Tag circa.
Also, so Pi mal Daumen wären das dann 600 Meilen, die wir dann morgen fahren. Und jetzt ist noch. Wobei kommt das hin? Ja, doch, eigentlich schon, ne? Ja, doch. Kommt hin. Wir fahren, glaube ich, nochmal ungefähr runter auf, 3, auf 600 Meilen. Bis Durango und dann geht's ab in der Haia. Dann fahren wir eigentlich auch schon wieder in die Dämmerung rein. Stay left. Na klar, wir bleiben links. Habe ich hier noch Tee? Ja, habe ich auch Tee. Es war mittlerweile kalt, weil ich den gemacht habe und aufgegossen habe, bevor ich am Frühstück noch war. Aber ja. Ich glaube, ich mache dann auch zwischen den Fahrten immer was zu trinken. Also, Teeverbrauch wird heute da sein. Und am Samstag. Vielleicht nicht unbedingt eine Kurve trinken. Dann sieht man so schlecht, wenn der Becher voll in den Augen ist. Habe ich mir sagen lassen. Wird doch da vorne wieder langsamer, oder? Oder kommt man nur so vor? Nee, nee, kommt mir nicht nur so vor. Belastend. Dann stelle ich den Becher mal lieber sicherheitshalber weg. Genau, dann muss ich eigentlich auch noch mal schauen, wie das so ist mit dem Sound. Ob ich den nicht irgendwie auch in ETS 2 reinbekomme. Einfach mal auf Überholspur, auch wenn ich 5 Meilen unter dem Speedlimit fahre, aber ich bin ja immer noch schneller als die anderen. Ich habe heute einiges vor. Da kann ich keinen Schleicher gebrauchen. So wie in der Realität. Irgendwelche Spaten, die zu blöd sind für den Schulterblick. Ja, wenn ihr Auto fahrt oder LKW. Gut, LKW. Klar auch. Stay right in the next Denkt an den Schulterblick. Schulterblick kann Leben retten. Und nicht nur das andere.
das erlebe ich leider echt zu oft auf Arbeit. Allein gestern. Ich halte eine Ampel, die gerade so in der letzten, in der hinteren Phase der Gelbphase ist, um auf Rot zu springen. Fange in der Zeit noch erst an zu bremsen, um halt an der T-Kreuzung zu halten. Und werde dann noch erstmal, will dann natürlich meinen Fuß absetzen, weil, na, man will ja stehen bleiben und nicht umfallen, wenn man auf dem Fahrrad sitzt und an der Ampel wartet. Und in dem Moment, wo ich gerade den Fuß auf den Asphalt setzen wollte, überholt mich nochmal schön jemand, swirft links an mir vorbei, um über, ja, die war, zu dem Zeitpunkt war die Ampel schon so rot, dass sie schon fast wieder grün war. Ja, knapp an mir vorbei zu rasen. Wo ich mich dann frage, okay, ich habe Zeitdruck, weil ich, ja gut, nicht zwingend jetzt so verderbliche Fracht oder sowas fahren könnte. Formulieren wir es mal so, es könnte. Zu dem Zeitpunkt nein, weil ich noch auf dem Weg zum Restaurant war, aber es hätte sein können. Und Zeitdruck ist halt immer da, so bei mir, weil, keine Ahnung, ne? Man hat halt solche, also Prinzip. Man hat halt schon so eine Zeit, wo man unter Umständen da sein sollte, weil, ne, je länger es kalt ist, das Essen, desto. Ich bin immer noch nicht ganz rum, ne? Ne, also, oh, auf den Punkt zu kommen. Wo ich mich dann frage, wenn ich schon Zeitdruck habe, wie viel muss der Zeitdruck bei den Leuten sein, die einen auf dicken Wacker machen im Straßenverkehr? Was gestern auch noch war, dass halt ein Autofahrer einfach, ja, langsam abgebogen ist und, ja, einfach nicht geschaut hat. War natürlich dann so im Zustand, dass es halt geregnet hat gestern und dann muss ich erstmal vor den Eisen gehen. Hey, warum sollte man nach links und rechts schauen, wenn man in einem Blechhaufen sitzt? Wie? Es gibt andere Verkehrsteilnehmer? Da reg ich mich dann immer jedes Mal in mich hinein auf. Oder manchmal lasse ich es auch raus. Aber ich weiß jetzt schon, wenn ich Führerschein habe und im Auto sitze, dann mitbekomme, dann ist das nicht mit in sich hinein aufregen, dann rege ich mich dann ins Auto auf. Lautstark. Aber ist halt immer so. Jeden Tag, deswegen. Berechne ich das eigentlich auch fast zu 99% der Fällen ein, dass Leute zu blöd sind für rechts vor links oder zu blöd sind zum Schauen und sonstiges.
oder nicht verstehen, warum man eine Ampel halten sollte, die rot ist, weil Gegenverkehr, Seitenverkehr, anderer Verkehr. Wenn man halt nicht mit Intelligenz gesegnet ist, dann ist es halt so. Und dann muss man das schon einberechnen. Also. Ne? Zwei Manns. In einem Satz. Klar, es gibt manchmal auch Momente, wo ich über noch bei Gelb rüberfahre, aber es sind am meisten Momente, wo ich dann eh nicht mehr halten kann an der Haltelinie oder vor der Kreuzung, und wenn ich halt auch wirklich weiß, wie die Ampelschaltung ist. Und ich weiß, okay, wenn es rot ist, dann sind es nochmal 5 Sekunden, bis die anderen dann grün bekommen. Und ich dann noch bei Gelb rüberkomme, weil ich ihn bremsen kann. Und dann noch weiß, okay, ich könnte noch bremsen, aber nur, wenn ich mich richtig reinlege und querlege. Aber wenn es halt schon rot ist, dann fahre ich nicht rüber. Also jetzt Autofahrer Ampel rot, weil Fußgänger, Fahrradfahrer Ampel rot, da haben wir ja gar keine Chance. Bist du eine Radlänge vor der Ampel und ich springe auf rot. Kann man auch nicht mehr halten. Oder eine Rad, also eine Fahrradlänge oder eine Radlänge. Aber selbst bei einer Fahrradlänge, da brauchst du auch nicht mehr stehen, zum Stehen kommen. Oder anfangen zu bremsen. Na? Okay. Zwei zu eins für die Wagen. Och, die eiern hier auch wirklich mit 15 lang. Dann muss ich ja immer wieder aufs Gas tippeln. Ist ja schon belastend, der ist. Aber hey. Gute Auswahl in der Waage. Ich fahre einfach rüber. Es gab halt leider keine. Ich bin gerade mal bei 6%, what the fuck? Turn right. Es gab halt leider keine Werkstatt, glaube ich, in Grand. Ich habe keine Ahnung mehr. Grand Collet? Ich glaube. Nur um den Dreh. Machen wir eventuell in Durango, wenn es in Durango eine Werkstatt gibt. Turn right. Ich glaube nicht, dass da 15 sind. Ich glaube eher, dass da 35 oder so waren.
Oder 40 vielleicht? Auf dem Highway-Abschnitt, den wir gerade waren. So, wieder Pedal to the Metal und vorbei, vielleicht fahren wir morgen sogar nur. Ach, am nächsten Tag können wir doch vor. 300 kommt eigentlich ganz gut hin. Haben wir denn die nächste? Okay, Schlafmücke hätten wir dort gehabt. Ja, gut, Idaho Falls halt, ja. Oder dahinter wahrscheinlich, denke ich mal, ja. Wir werden bestimmt noch was haben, was an der Interstate ist. Ich wollte gerade Freeway sagen, aber wir sind ja noch auf Interstate. Ja, nach Idaho Falls. Sieht es doch ganz gut aus, wobei es gehört, glaube ich, noch sogar zu Idaho Falls. Ganz streng genommen. Aber wobei, fahren wir da hin oder fahren wir nochmal ein Stückchen weiter? Jetzt müssen wir auf der Karte gucken. Weil, nee, das ist irrelevant, weil. Ah, doch, wir können ja hier halten. Also noch ein Stückchen weiter von Idaho Falls, oder noch außerhalb von Idaho Falls. Also, wenn wir nochmal ein bisschen gefahren und dann, können wir den ganzen Tag immer mehr wieder schlafen. Wunderbar. Ja gut, noch nicht hier, sondern einen Speer. Liegen gebliebener Bus. Sieht ja auch echt schon nice aus. Was auch immer das war. Ob es ein Hotel ist oder eine Residenz oder whatever. Aber vom Gebäude ist hier schon nice. Bisschen weird, dass hier teilweise Wege einfach hier auf Interstate führen. Lebensmüde ist und dann rauf geht, ne? Dann legen wir uns mal hier hin. Aber das ist echt eine coole Rest Area. Ah, die gefällt mir. Da ballert auch dann auch direkt die Sonne wieder raus. So, 600 Meilen noch. Bis Durango. Bis zu Wallbird in Durango. Freie Bahn. Ich weiß gar nicht, wie unsere Strecke noch ist, aber Hälfte der Strecke haben wir jetzt durch, circa. Also, was heißt circa? Eigentlich sogar exakt. Wir sind ja mit 1200 gestartet. Jetzt fahren wir nach bei Pocatello vorbei. Salt Lake City natürlich.
Und da war Durango. Ja, Colorado habe ich schon zumindest auf diesem Profil. Ist das das Weiteste, was ich hier aufgedeckt habe? Colorado? 64%? Ja, müsste. Ja. Ja. Aber auch nur, weil das andere nicht mehr reingezählt hat, glaube ich. So, Kalifornien ist ja jetzt relativ blank um die Städte, die ich aufgedeckt habe. Von dem her. Aber schon Pocatello wahrscheinlich unter 55. Jedes Mal aufs Neue, wenn es den Berg hinaufgeht. Man muss es einfach lieben. Zum Glück geht es gerade bergauf, da kann ich noch mal nebenbei was trinken. Was ist das für eine Aktion? PKW ausbremsen. All Trucks, right lane. Okay. Endet das Zeichen aber überhaupt auch mal? Also ist das so ein Abschnittding? Wahrscheinlich, oder? Trucks over 26.000 and livestock as met haulers over 10.000 must stop. Ja, das machen wir jetzt hier nicht, weil wir sind hier nicht in der Staffel. In der Staffel würde ich es machen. Aber uns bleibt eh keine andere Wahl. Lass mich raten, ich sollte das bitte in Ordnung bringen, dass mein Truck ein bisschen beschädigt ist. Wobei, das ist noch nicht ganz so weit. Das kommt noch. Das kommt alles noch. Da muss ich, glaube ich, bei 15% sein oder so. Irgendwie sowas in der Richtung. Aber wie gesagt, das werden wir ja auch gleich machen, wenn wir mit Durango sind. Ich glaube, Durango. Ich hoffe mal, dass Durango eine Ding ist, halt eine Werkstatt. Ansonsten bleibt uns halt keine andere Wahl, als es nicht zu tun. Fußballplatz in Amerika. Welche Rarität. Weil ich habe das Gefühl, dass das Right Lane halt wegen der Waage war. Oder wegen der Schreckensabschnitts quasi, dass der halt irgendwie ein bisschen mehr geschützt werden muss oder so, keine Ahnung. Aber wahrscheinlich hauptsächlich, damit man halt wirklich durch dieses Erkennungsding da fährt.
man auch eventuell den Bypass bekommen könnte. Unter 55. Längere Abschnitt hier. Und da war der Abschnitt zu Ende. Hier wollen wir mal rechts, wa? Da um 5 Uhr morgens, ja, für deine super Nachtfahrt wieder in. Super. Es ist zwar ja auch jetzt so ein bisschen gloomy, so nebelig, diesig im Background, aber ich glaube, ohne 1,49 sähe das dann nochmal ganz anders aus. Bin ich ja, da freue ich mich jetzt. Jetzt, wo ich mir den Scheuer angeschaut habe, freue ich mich auch. Darauf jetzt schon. Wobei in manchen Jahreszeiten, in manchen Gebieten oder angepasste Jahreszeiten für die Gebiete wäre halt auch super, super nice, das Vanilla zu haben. Aber ATS oder die Spiele spielen ja doch schon eher so im Sommer, aber Jahreszeiten wäre halt schon nice. Es wäre halt so die Frage, wie man das machen würde mit den Jahreszeiten. Wahrscheinlich wäre das halt eher so möglich durch einen Patch. Das dann, keine Ahnung. Also am 23. März irgendwie ein Patch kommt, so ein kleiner Patch, wo dann so ein Frühlingsdings reinkommt, so ein Frühlings. Quasi so wie ich es gemacht habe, ne? Also so ein. Ich hab's mit Frühlingsmods gemacht, dass dann quasi der Frühling aktiviert wird. Am 23. März, Mai, Juni, 23. Juni, oder was ist Juli, weil nochmal Sommeranfang ist halt, ne? Also immer wenn Sommeranfang ist, ist dann quasi keiner Patch rauskommt, wo dann das Ganze dann geändert wird. Gut, Sommer wäre jetzt natürlich Vanilla. Da ist ja halt nichts drin, mehr oder weniger. Und dann halt Herbst und Winter. Halt wie gesagt angepasst, ne? Also, das vielleicht auch dann in dem Scripting, weiß ich nicht. Beispielsweise bei Texas eine Wahrscheinlichkeit von 5%. Ich meine, es passiert ja schon, aber von, sagen wir mal, von 3 bis 5%, dass es dort Schneefall gibt, der auch liegen bleibt. Das halt für beispielsweise North Dakota, Wyoming, Oklahoma, North Dakota, Oklahoma, so, dass es halt da in den nördlichen Staaten halt die Wahrscheinlichkeit dann bei 95% ist oder so. Aber es wäre dann, glaube ich, auch eher too much. So mit der Wahrscheinlichkeit zu machen. Wäre jetzt wahrscheinlich sinnvoller. Also es wäre super nice so, ne? Aber wir sind jetzt bei 3:2 für die Waage. Oder aus Bypass ich 2:3. Weiß eigentlich auch schon. Also wäre halt schon echt sehr nice. Also so, das halt ein bisschen dynamischer dann zu haben.
Wäre ja prinzipiell Stripling-mäßig auch möglich, weil die Datei dann ja auf dem Dings ist. Allerdings, wobei, gut, klar, wenn man jetzt mit dem Convoy-Modus also so betrachtet, dann ist es halt so, die Person, die hostet, von der Person müsste dann quasi die Datei genommen werden und quasi so, wie es halt bei der Person quasi ausgewürfelt wird, der Prozentsatz. Der Hit auf der Prozentzahl, so müsste es dann halt für die anderen aussehen. Jetzt in dem Schema gesehen. Ist aber Salt Lake oder kommen zu Salt Lake. Stay left. Stay left. Mich lassen würde. Ihr könnt mir auch gerne mal schreiben in den Kommentaren, was ihr denn so zum einen von Vanilla-Jahreszeiten halten würdet und wie ihr das umsetzen würdet. Vielleicht habt ihr ja da andere Ansätze als ich. Oder einmal noch. Bis Durango. Durango wird noch nicht ausgeschlossen sein, aber immerhin Las Vegas. Aber nach Las Vegas fahren wir nicht. Das ist ja eine ganz andere Richtung. Müssen wir wahrscheinlich wieder links halten, oder? Wirkt das nur so? Wahrscheinlich nicht. Also wahrscheinlich wirkt es nicht nur so, sondern wir müssen es auch eventuell, es sei denn, es ist einfach nur eine Abfahrt. Es ist nur eine Abfahrt. Gerade noch sagen, kann ja schließlich auch beides sein. Ich bin ja auch mal gespannt, was ich für ein Level habe, oder für ein Endlevel, wenn das Event ich aus dem Event rausgefahren bin, aus dem Halloween Event. Wie das denn ist, was das Level betrifft. Stay right and then exit right. Exit right. Aber sich halt auch in der Links halten, aber gar kein Problem.
Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Mit so einer Abfahrt. Kreuzungsding. Spannend. Spannend hier bei Provo. Schön, wie man hier auch weitestgehend mit 50 durchfahren kann. Also wahrscheinlich auch wieder 50. Wenn auch die eine oder andere Ampel mitzunehmen haben. Man kann ja auf eine Grünphase hoffen, ne? Wunderbar. Stay right. Und wieder hoch auf 60. Bin ich im Überlegen, Moment, was wäre eine gute Zeit? Ja gut. Ja, ich denke auf alle Fälle, dass ich da zwischen, wenn ich zwei Fahrten durch habe, dass ich auf alle Fälle dann irgendwie einkaufen gehe. Dann dürfte das. Diese Fahrt ging ja richtig flott. Ich bin jetzt ungefähr eine Stunde circa dabei. Zumindest letztes Mal, als ich auf Uhr geschaut habe, jetzt sind wir jetzt gerade 14 Uhr. Und wir sind ja doch in der Zeit, glaube ich, so an die 800 Meilen gefahren. Es geht irgendwie schneller voran, als ich dachte. Oder als ich hier, ne? Berechnet habe. Ja, alles im Griff. Ja, also irgendwie geht's gerade schneller voran, als ich dachte. Werde ich gleich ganz genau sehen, wann ich angefangen habe aufzunehmen, weil ich weiß nicht mehr, wann ich angefangen habe. Bin ich ehrlich. Aber vom Feeling her bin ich gerade mal so ungefähr 1 Stunde 10 dabei. Mit dieser Fahrt. Mit dieser Aufnahme. Roundabout. Wahrscheinlich nicht, aber vielleicht auch 1,20 oder so. Aber weitaus schneller als ich dachte. Nice. 3:3. Ne? Keine Ahnung, weil. Ich weiß es nicht mehr. Die Waage hat mich rausgebracht. Weil ich halt so mit 2 Stunden gerechnet habe, oder eigentlich 2,5. Ups.
schon eher so 2 Stunden, weil das erste Video waren ja auch, die erste Halloween-Fahrt war ja auch 1000, wie weit war die Strecke, weiß ich gar nicht mehr. Aber die Fahrt war ja, auf, das Video ist ja auch 2 Stunden 10, also aufgerundet, lang. Damit habe ich jetzt endlich auch jetzt in diesem Fall gerechnet, weil es ja doch schon eine weite Strecke ist. Auch vergleichbar, ich weiß halt noch nicht, ob ich jetzt damals noch 300 Meilen mehr hatte, aber... Selbst das würde ja nichts zur Sache tun. Ah gut, 300 Meilen habe ich ja noch, ne? Also ich sollte nicht hier so meinen Mund so voll nehmen. Wenn wir noch weithin so lang schleichen und wieder eine Vollbremsung machen müssen, dann dauert das Ganze noch ein bisschen länger. Aber ja, prinzipiell macht es schon Sinn, dass ich nicht alles auf die Fressplatte schiebe, dass ich jetzt wirklich, was ich heute aufnehme, dass ich das zumindest wegeditiere. Und, ja gut, eine Sache muss ich auf alle Fälle wegrennen. Aber dass ich zumindest, ja, nicht mehr viel machen muss, außer zu rendern. Wenn ich den Platz wieder frei habe für Samstag, also eigentlich habe ich nur 2 Tage Zeit. Prinzipiell ist alles hier zu verarbeiten und hochzuladen. Es ist alles eine enge Kiste, aber ja. Mal schauen, wie ich das alles so hinbekomme. I'll try my best to get it done in time. Dementsprechend werden so 1,5 Stunden Videos werden halt schon nicer als 2 Stunden Videos. Würde mir einiges an Zeit ersparen. Überlegen, also ich muss ja bedenken, ich würde wahrscheinlich, ja gut, ja doch, eigentlich soll ich 4 Videos schaffen. Ein Video heute Abend beim Streams gucken, jeweils ein Video während meinen beiden Schichten, morgen und dann morgen auch noch eins während des Streams gucken. Das wäre so Optimum. Jetzt runter auf 35 oder auf was? Ich bleibe mal bei der 40, wobei der vor mir eigentlich auch echt langsamer fährt. 30 oder 30 sogar nur. Schon eher so 34 oder 33. Irgendwann in der Mitte, aber im höheren Bereich. Warum sollte man schon beschleunigen, wenn man, bevor man wieder auf die Interstate fährt? Weil wir fahren jetzt noch relativ Zeit. Ja, wir beschleunigen aber ein bisschen besser. Deswegen kann ich schon zumindest mal ein bisschen elefantenrennenmäßig schon überholen. Wir fahren ja nur 40.000 Pfund. Ich weiß zwar nicht, wie viel der fährt und wie viel er ziehen kann, aber wir ziehen gerade besser.
aber wir müssen auch gleich raus. Aber ich glaube, wir haben Platz, oder? Stay right, and then exit right. Exit right. Machen wir doch. Freie Bahn und dann ab nach Durango. Letzten 180 Meilen. Ist das ausgeschildert? Nee, noch nicht. So, dann ab auf dem Freeway. Wieder Pedal to the Metal. Tempomat auf 65 und durchbeschleunigen lassen. Fühlen uns mal geblinkt. Oh. Eine engere Kurve. Wir haben zwar Platz. Boah, wir nehmen uns gerade den Platz, aber. Ich habe noch gerade nicht beide Hände frei. Nicht wegen dem, was die jetzt denkt, sondern weil ich gerade was im Trinken war. Go straight. Und wir sind bei Moab. Und nach Moab. Heilige Scheiße. Dürfte schon Durango kommen. Weil nochmal Grenzübertritt nach Colorado und dann. Sind wir in Durango. Moab kostet aber noch mal wieder ein bisschen Zeit. Ich sehe es ja schon kaum, wir werden keine Werkstatt in Durango haben. Gleich da vorne ja auch schon wieder so ein bisschen, ne? Oh, jetzt dürfte er wieder ein bisschen beschleunigen. Aber nicht so sehr wie wir. Wir gehen mal in den Überholungsvorgang. Caution. Please mind the speed limit. Und wir schleichen weiter. So. Mein Gott, dass man immer davor abbremsen muss. Okay, ne, man muss abbremsen, weil man hier nicht nach links will. Ach, wir sind hier beim Hole in the Rock. So. Glaube ich.
fahrt, wird aber erstmal so enden, dass wir hinterherfahren. Jetzt überholt er, kurz bevor es... Okay, never mind, überholt nicht. Er hat sich noch nichts eingeordnet. Oh. Warum? Immer wieder derselbe Kack, wenn KI vor einem fährt. Also jetzt sind wir schon echt gut, ne? Bei 7%. Haben wir hier... Okay, hier noch nicht. Ich bin mal gespannt, ob wir in Bridge Rank in der Werkstatt haben, ansonsten müssen wir... Erstmal so weiterfahren. Bis wir vielleicht irgendwo ankommen, wo eine Werkstatt ist. Also ankommen. Im Sinne von hinfahren. Irgendwo liefern in der Stadt. Stay left, and then turn left. Ich wollte bremsen. Turn left. Mit der Motorbremse ein bisschen abgerutscht. Die letzten 100 Meilen nach Durango. Stay right. Was denn jetzt? Beschleunige mal, aber rechnen damit, dass vorne wieder einer abbremst. Auch wieder die nächste Fahrt wird auch wieder eine Nachtfahrt. Zum Glück ist die Sonne gerade nicht sehr aktiv. Dadurch werde ich zum Glück noch die Möglichkeit haben, was zu sehen. Haben wir eine Werkstatt? Okay, hier sehen wir immer noch nicht. Hoffen wir es mal. Ansonsten werden wir bestimmt irgendwann bei der Waage dann eventuell Strafe zahlen müssen. Denn das ist ja, glaube ich, implementiert, wenn ich mich recht entsinne. Dass wenn man zu häufig mit einem beschädigten Truck dort ist, dass man dann blechen muss. Getankt werden muss auch bald langsam wieder. Nächste Fahrt dann, oder eventuell werden wir hier gleich einen Durango auch die Möglichkeit haben zu tanken und nicht nur zur Werkstatt zu fahren, dann machen wir auch das. Go straight.
Was haben wir hier? 55, okay. Ordner mal runter auf 45. Aber links halten, bitte, danke. Bitte keine Waage, da muss ich geradeaus. Ihr Idioten. Kleine Detour. Stay left, then turn left. Turn left. Finding new route. Oder so, wow, ja, cool, es geht sogar über die Waage rüber mit dem Recomputing. Mal schauen, ob sie jetzt schon meckern bei 8%. Also mehr meckern als ohnehin schon. Get ready to turn left. Ja. Getting ready. Get ready to turn left. Auf die eine oder andere Art und Weise. Turn left. Kleines Ehrenründchen auf der Waage. Okay, noch nicht. Ja, Sorg, sag mal, bla bla bla. Soll man sorgfältiger umgehen? Man halt einfach die klassische ich habe gerade den Begriff nicht im Kopf. Klassische Abnutzung halt hat. Klassische Materialermüdung. Klarer Fall. Get ready to turn right. Turn right. Aber ich muss sagen, ich mag so den Kürbis hier, den baumelnden Kürbis, weil er halt schon so ein bisschen leuchtet. Get ready to turn right. Das war garantiert nicht eine 15-Meile-Zone. Ich war nämlich mich auf der Waage. Das sind halt so Kosten, die man halt nicht. Die sind halt unabdingbar, ne? Da kann man halt nichts machen. Stay right, then turn right. Turn right. Unabdingbare Kosten.
Go straight. Ja, das machen wir, aber erstmal warten, bis die Ampel umspringt, ne? Und danach wird auch gepennt. Ich befürchte, wir haben. Doch, wir haben eine Werkstatt. Wir haben eine Werkstatt und eine Tanke. Wunderbar. So soll es sein. Drango, willkommen. Zielgerade. Es war auch ein bisschen Serpentin und so, aber Zielgerade, gar kein Problem. Wobei, es wird mit dem Strafe mal echt noch eine enge Kiste. Ob wir da nicht noch irgendwie Strafe zahlen müssen, wir werden es sehen. Wir peitschen uns aber erstmal so mit um die 55 Meilen zumindest. Gezielt 55 Meilen den Berg hinauf. Wobei, vielleicht doch lieber mit 40 in den kurvenreichen Abständen. Also gleich in den Bergen bei Durango. Alles gut. Für eine Punktlandung. Doch 35, nicht 25. Stay right. Ich hab die 25 jetzt so als Heads-up quasi wahrgenommen. Dass das quasi die nächste Gesprengung wird, die in wenigen Metern kommt. Aber offenbar nicht. Und bin ich jemals schon mal aus in diese Richtung gefahren? Ich glaube, ich bin immer aus einer Richtung gekommen. Vom Feeling her. Go straight. Oh, die 25 sind so mit dem mehr oder weniger für die Ortsdurchfahrt. Schon mal als Triple Heads Up. Das Schöne ist, es ist halt alles auf dem Weg, ne? Also erstmal tanken und dann bei tanken ist es nicht auf dem Weg. Tanken könnte man eventuell dann in der nächsten Folge machen. Dann wird es eventuell auf dem Weg sein. Wenn nicht, dann machen wir es uns auf dem Weg. Dann machen wir es, dass es auf dem Weg ist, so. Ich weiß wieder, was ich deaktivieren wollte.
Mache ich dann jetzt gleich. Dann laden wir die Fracht mal ab. Ausgezeichnet, Halloween Trees von Grand Coulee nach Drancool geliefert, gefahren, Strecke draußen 254 Meilen, dauert 1000, genau 1000 schon hat es gedauert. 1 Stunde 37, also wird das Video wahrscheinlich um die 1,45 sein. Verbraucherkraftstoff 197 Gallonen, das war davon der 21. ATS im World of Trucks Auftrag. Es gab insgesamt 96.000 Dollar und 2.500 Erfahrungspunkte. Also eine Fahrt noch und dann Level 25. Jetzt sind wir bei knapp dreiviertel Millionen auf dem Profil. Ist die Frage, jetzt tanken wir nicht. Ja, komm, wir tanken jetzt nochmal eben. Einmal kurz rüber und dann tanken. Das ist ja Bobtail. Da kann man das ja mal machen. Hier auf der Tanke drauf. Es ist aber umgesprungen. Ich wollte jetzt eigentlich die Ampel umgeben, nämlich jetzt hier lang fahre. Aber wir kommen hier gar nicht drauf. Super. Also klar, wenn ich querfeld einfahre, mache ich das einfach mal auch. Ich wollte jetzt einfach dich nochmal zurücksetzen. Einmal volltanken bitte. 4 Dollar. Auch wieder so viel. Mal 75 getankt. Schnell reparieren fahren. Und dann aufs Ohr hauen. Und zwar da. Noch nicht. Jetzt. Dann Wartung und reparieren wir das Ganze mal. Dann kann auch nicht mehr gemeckert werden. Habe ich nicht Strohlicht da reingepackt? Ich meine, ich brauche sie nicht hier. Und mittlerweile könnte ich schwören, ich habe sie eigentlich reingepackt. Aber es kann auch täuschen. Ich glaube, es täuscht. Ich sehe nicht die Auswahlmöglichkeit dafür. Dann habe ich es einfach mit ETS2 verwechselt. Oh, ich dachte, dass ich es auch hier gemacht hätte. Schaffen wir einfach hier hinten. Auch wenn es hinten eigentlich ein bisschen. Ja, kommen wir jetzt ja. Auch wenn es hier ein bisschen sinnfrei ist, das zu machen, weil hier wird man im LKW raus oder so, aber aus der Werkstatt, aber okay.
Ist halt so. Dann bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen bei euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann hoffe ich mal, sehe ich euch wieder an im nächsten Happy Halloween Event hier wieder oder im anderen Video auf dem Kanal. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.